Der Rüstmeister. Das sieht jetzt schon böse aus. Erstmal die Türme ausschalten. Mal schauen, was hier alles hochfährt. 8 TP auch noch. Holla, die Waldfee. Okay, da. Ich brauche mehr Mana. Wieder einer tot? Aber... Wieder einer weg. Okay. Wieder einer weg. Wieder einer weg. Bin verwundet. Ja. Das ging recht schnell. Okay. 5. Und wo geht's weiter? Ich will das den Turm ausschalten, das bringt uns nichts. Jetzt sterben hier die Turm, aber komm. Du kannst mich mal am Arsch lecken mit deinem Mana. Also stay oben. What the fuck? Sehr schön, danke die Spinni. Und da ist der nächste. Gold. Und da ist noch einer, der kommt auch hoch. Der hat sich gerade wegteleportiert, das ist sehr gut. Und hier ist auch noch einer. Oh, Leute. Ja, jetzt geht's hier an dich. Go, 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 go. Rüstmeister. Ja. Alter, was für ein Vieh! Das sieht aber auch mega geil aus, ey. Okay, jetzt kann ich mich, glaube ich, gleich um den Rüstmeister kümmern. Ich hoffe, das ist ein... Jetzt sind alle weg. Okay, jetzt geht's um den Rüstmeister. So. Oh, Alter, wie viel Damage der drückt. Rüstmeister! Ich bin der Frust... Der Frustmeister. Das ist... Der Frustmeister, der Frust. Ach ja, natürlich. Da stehen noch Geschütze oben. Jetzt will keiner. Aua. Nein. Okay, Heilung. Mana. Damage. Bam. Ist mir aufgefallen. Nein. Nee, nicht so ein Ding. Ach komm schon. Muss das sein, dieses Nachgespawnen jedes Mal? Es ist doch... Guck mal, also ich verstehe den Sinn von dem Spiel nicht. Es ist schwer genug, gegen dieses Riesenvieh da anzukämpfen. Und dann spawnt das Spiel noch so ein Drecksding hier. Kann mir einer mal die Logik erklären? Da steht da hinten irgendwo noch ein Geschützturm, der auch noch nicht tot ist. Ja, genau. Genau. Bin verwundet. Das macht doch so überhaupt keinen Spaß. Jetzt muss ich erst die ganze Zeit ein Viecherblatt machen. Behindert bitte einfach nur. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich hab mich letzte Runde schon aufgeregt, dass... Eine Runde reicht. Oh, der ja auch noch.
Was ist das hier eigentlich? Dieses komische Ding, was immer wieder nach oben geht. Ein Gladius. Ach, da kommen immer wieder kleine Viecher raus. Bin verwundet. Leute, das war jetzt unbeabsichtigt der Tod. Ich habe gerade geschaut, was passiert, wenn das Ding hochgeht. Okay, wenn das hochgeht, kommen wieder kleine Viecher raus. Na klar. Und da ist schon wieder ein neuer... Alter. Wenn die wenig Damage machen, würde ich es ignorieren, ne? Aber die machen ja auch noch Damage, die Dinger. So. Ah, das ist schon wieder oben, das Ding. Da kommen schon wieder neue raus. Ah, diese Höhle, ne? Diese Höhle ruiniert mir gerade den ganzen Spaß am Spiel. Das ganze Spiel ist schön ausgeglichen. Es war nicht zu leicht, es war nicht zu schwer. Und diese Höhle hier wirklich ohne Spaß, hier ist einfach nur Kotze. Dass sie so einen Scheiß ausdenkt. Ja, gut, echt eingekerscht oder irgend sowas. Ich muss mal kurz zurück in die Stadt und mir ein paar Heiltränke ausdenken. Genau. Ich tue mir ein paar Heiltränke ausdenken. Ein paar Heiltränke holen, weil das kannst du ohne nichts. Ich wünsche euch willkommen. Halt die Fresse. Ich habe nicht genug Gold. Na geil. Wir haben 5 Heiltränke bekommen. Mal schauen, wie wir was schaffen mit dem Gegner. Es demotiviert. Deswegen habe ich die letzte Aufnahme auch abgebrochen. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen dann nächste Runde weiter, weil es demotiviert einfach. Es ist kein Spiel. Du baust einfach keinen Spaß auf, wenn du die ganze Zeit stirbst, weil sowas ist. Einen Bossgegner reicht vollkommen. Von mir aus. Von mir aus lasst noch die kleinen Dinger hier spawnen. Weißt du, das wäre okay. Aber dann nebenbei noch so eine Spawnmaschine. Dann ist da ein Geschützturm. Dann ist da nochmal was. Und Alter, das ist einfach unnormal. Und so oft wie das Ding auch hochgeht, ne? Du hast ja überhaupt keine Zeit hier um den anderen. Hier ist schon wieder so ein Ding. Ich habe wenig Mana. Oh, leck mich am Arsch. Ja, ja, komm hier. Komm die Dinger wieder raus. Huhuhu, ich hasse diese Höhle. Und die Höhle ist unter meinem Level, das muss man sich mal vorstellen, ne? Diese Höhle ist für Level 25 oder so war die da, glaube ich. 24, 25, irgendwas mit der. Merkt man. Man merkt ja aber, was, wie die für Level 25 ist. Da wäre ich voll durchgekommen mit Level 25, auf jeden Fall, da. Gar keine Probleme oder so. Wir haben eine Erfahrung gewonnen. Wie komme ich durch die kleinen Viecher eigentlich Schafflinge? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mal schauen. Natürlich nicht, wäre sonst zu einfach. Leck mich doch am Arsch. Nein! Ich brauche mehr Mana. Ich stell mich einfach stur hin und klopf drauf und schub dabei Heiltränke. So, Kobold beschwören. Schon wieder so ein Ding. Ach nee. Boah, ist das krass, Alter. Hm.
erstmal die Maschine da hinten kaputt machen. Genau die hier. Ja, das war's. Keine Heiltränke mehr. Kostet kein Gold mehr zu respawnen, weil wir einfach keins mehr haben. Ergibt Sinn. Dann kann man einfach draufhauen. Ich hau jetzt einfach drauf. Ich reg mich nicht mehr auf, schau einfach drauf und ja. Dann schauen wir auch, noch sterben dafür. Ich habe wenig Mana. Gold gestorben. Und ich weiß, man könnte theoretisch einfach die ganze Zeit hin und her laufen und sagen, okay, ich laufe und warte, bis meine Katze irgendwann diesen Gegner platt gemacht hat. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht vor, jetzt 3 Folgen damit zu verschwenden, dass meine Katze irgendwann dieses Fima platt kriegt. Geschweige denn, dass die ganze Zeit sowieso die Meldung kommt, deine Katze ist tot. Ich brauche mehr Mana. Ja. Ich bin verwundet. Und das hier sowieso, also... Ach, es gibt momentan sogar schon 2 von diesen Dingern. Ach so. Ja, na klar, das verstehe ich. Mache ich auch immer so. Wenn ein Spiel unfair ist, dann mache ich es noch unfairer. Ist normal. Mache ich immer so. Was war denn? Ich bin nicht mal an dem Vieh dran gewesen, hab 50% meines Lebens verloren. Das tut wirklich weh. Ich bin verwundet. Ja, ich weiß. Tot. Ja. Ah, das bringt nichts. Ich habe gerade versucht wegzulaufen. Das geht aber nicht. Es ist. Lalalala. Auf ins Todeskommando. Ich werde diesen Gegner wegsnacken und dann werde ich diese Höhle verfluchen. Lalalala. Ich hasse diese Höhle. Wer sich sowas ausdenkt, gehört geschlagen. Lalalala. Ich rede schon wieder sehr laut. Ist hier noch was? Reste terminieren. Wir bekommen nicht einmal eine Boss-Truhe. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Wir bekommen nicht einmal eine Boss-Truhe. Boah, war das eine behinderte Höhle. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so sehr beim Game geflucht wie das gerade eben. Puh. Scheiß Sphinx, ey. 23 bis Level 26. Ja, ja, leck mich. Ey, what the fuck. Ich erhöhe mal das da. Und dann hier wieder One-Shot-Katze. Ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Aber schön. Weil, um in diese Höhle reinzukommen, musst du was bei dem Manticore-Blatt machen und jetzt so ein Scheiße, ne? Fesseln des Bösen zur Wächterin der Luft und Zierfisch zurückkehren. Na gut. Die Wächterin des Manas haben wir trotzdem nicht gefunden. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie. Lass dich überraschen. So, hoffentlich geht's jetzt normal weiter. Höherstufige Monster richten mehr Schaden an und sie haben irgendwas. So, Wächterin der Luft. Wir müssen schnell handeln. Der Rüstmeister, den ihr in den Gewölben bezwungen habt, scheint die Wächterin des Manas für den Feind versklavt zu haben.
Kriegerin dazu benutzen wird, die Magie der ganzen Welt zu verderben und zu beherrschen. Dann gäbe es nur noch eins. Wir müssten die Wächterin vernichten. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Wenn es uns gelingt, die Wächterin aus der Gewalt der Ezreal hier zu befreien, können wir Zarifesh retten und die Pläne des Alchemisten durchkreuzen. Na super, drei Wächter sind schon kaputt und gefangen und was weiß ich, aber naja, du schaffst das sicher. Weit von hier, in der Salzöde, lebt ein Djinn namens Fazil-Shar. Er ist mächtig genug, die Wächterin des Manas aus der Gewalt der Ezreal zu befreien. Aber seine Hilfe hat sicher ihren Preis. Ihr müsst hinaus in die Salzöde. Findet Fazil-Shar. Bringt ihn dazu, euch bei der Befreiung der Wächterin zu helfen. Warum mache ich das und nicht du, der mächtige Dingens? Ihr habt eine Quest bekommen. Level 29 und 30. Ich Salzöle über die Leere, über das leere Viertel. Grüße euch. Wenn ihr in die Salzöde geht, würdet ihr bitte nachsehen, was für mein Freund Haref geworden ist. Er zog mit ein paar Leuten aus, um herauszufinden, warum die Skara in der letzten Zeit so aggressiv sind, aber keiner von ihnen kam zurück. Wenn ihr nach Norden oder in die Schwarmstöcken geht, solltet ihr ihn eigentlich finden oder zumindest erfahren, was ihm zugestoßen ist. Alles klar. Ihr habt eine neue Quest. Und diese neue Quest... Gehen wir erst beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, denn für heute ist erstmal wieder Schluss. Wenn ich das wieder sehe, dann möchte ich gleich weinen. Aua. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.